Namen, Weltenretter. Komm zurück bei Enderal. Bin jetzt in der Sterlings-Ausgrabungsstätte. Um hier entweder Kupferlegierung zu besorgen oder, ich glaube, ein Kristallwürfel war es. Jetzt ist das hier bestimmt extrem unangenehm. Schattenstahlerz. Ein bisschen naschen. Vielleicht auch nicht von hinten angegriffen werden. Ich mache das halt irgendwie unglaublich gerne. Ne? Einfach irgendwo reinkommen, schon loslooten, aber noch gar nicht alles erledigt haben und dann von hinten angegriffen werden halt. Ein Apfel gesund, nee, den lasse ich zurück. Oder, oh, Alter, her, wie viele Spinnen das sind. Irgendwo fährt hier so eine Dings rum. Wieder so eine Maschine. Und die mag ich ja gar nicht. Beschweren es erstmal Kameraden hier. Spinnenlooten lohnt sich irgendwie nicht. Oh, guck mal. Ein Bettchen. Ein feiner und sie. Uiuiui. Ja, die könnten noch ein bisschen länger halten, ne? Unsere beschworenen Kreaturen, aber das. Da arbeiten wir dran. Oh, fuck. Oh. Jetzt los, ey. Du musst vor. Das ist dein Job. Aua, nee. So nicht. Handwerkskunstexperte. Jetzt kommt das ganze Jutezeug hier rum, wo ich alle die gekocht habe. Oh! Komm, Boxi! Hier im Pieks. Nein, nein, nein! Die sind übel stark, die Dinger. Wie viel Platz habe ich noch? Okay. Seltene Zutaten müssen mit. So, kurz ein bisschen was kauen und neues Tier beschwören. Oh. Gebratenes Kümmerrattenfleisch, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Also darf ich das nochmal machen? Ja. Guck mal da, die siehst du teilweise echt schlecht. Ah, da kommt eine riesige Sphäre. Geht, au! Ich muss kurz ihn trinken. Irgendwas standardmäßig.
Oh, bin ich froh über dieses Schwert, ja. Oh, schön drin geladen, stüter Mann. Was macht. Was hat er denn jetzt für eine Mission? Das muss ich mir wohl gönnen. Wo bist du denn jetzt bitte hin? Hast du Augen? Wusste ich gar nicht. Krass. Oh, schmier immer so mit. Seltene Zutat. Ah, das sind alles immer nur Metallstücken, ne? Ich schieb mir die ganze Zeit. Ich sehe immer den Barren und denke mir, ah, Metallbarren, ja. Aber sind sie ja alle. Das ist ja alles Rotze. Ah, nee, das kann ich hier nicht brauchen. Aber ich glaube, du kannst. Das musst du halt einschmelzen irgendwie, ne? Ja, ich probiere mich da mal. Das sind ja diese Armbrustbolzen, diese kleinen. Sieht echt heftig aus. Kein Wunder, dass das so weh tut. Er hätte noch einen Beutelgroschen verloren. Ah, ja, guck mal, das sieht doch schon sehr gut aus hier. Schimmernde Legierung. Das sieht nicht so gut aus hier. Aber ist ja nur ein räudiger alter Straßendieb. Zack, zack. Psychose Stufe 5. Ah, das ist alles schön wert. Wegestreuen Sword. Helm. Oh, ist Aschekriegers. Bögen verursachen 10% mehr Schaden. Leichte Rüstung um 7. Einhandangriff. Ey, das ist ja das Rüstungsset. Der Aschekrieger. Hatten wir das vorher schon mal? Wie cool ist denn das bitte? Oh, nice. Richtig. Und auch zufällig eine leichte Rüstung. Ach da, guck mal. So einfach ist das mit dem Hebel. Weil ein Stück fehlt uns ja, ne? Ah ne, guck mal, hier liegt noch was. 5 von 5. Okay, Legierung. Abgehakt. Ihr habt auch wirklich nur noch genau diese 5. Limited Edition. Ist da oben noch was drin? Verbergt ihr Dinge vor mir? Bisschen Angst hier, ne? Was soll denn das jetzt für ein Weg sein? Es sind ja keine offiziellen Wege hier. Geht's doch einfach nur hart in den Tod. Warte mal. Was? Also. Sorry, dass wir das in letzter Zeit öfter machen, ne? Aber das ist einfach nur massiv verwirrend hier. Was soll das sein? Ich kann hier hin? Für was? Ah, die geht wirklich hier runter. Ich sollte mich hier runterstürzen, oder was? Okay, na gut. Da hätte ich ja zu viel Schiss vorher gehabt, irgendwie. Wow. Sehana mit Unterwasserbeute. Und die Rolle der Wasseratmung. Ist immer gut, dass die im Wasser ist, weil im Wasser kannst du sie nicht nutzen. Ugh.
Kommt schon. Pulverwüste. Okay. Ach, krass. In Ordnung. So, wo ist unsere zweite Anlaufstelle? Kristallwürfel. Ah, das ist ja. Ach, du meine Nase. Das ist ja. Guck mal, wo das ist. Boah, Myradenturm-Quellwacht. Und wir sind ja hier unten irgendwo. Vor allem müssen wir so oder so laufen. Gibt ja kein. Ah, ist das assi? Ist ja keine Schnellreise, gibt's ja nicht. Das ist hier zurück in irgendeine Höhle, Dünen. Das nützt uns ja halt alles nichts. Oh, ist das mies. So, kurze Route nochmal planen. Wir müssen wirklich hier durch diesen Pass. Das ist ja gemein jetzt. Dass es hier oben kein Tor mehr gibt, ne? Oder nicht zufällig irgendwie eine Schriftrolle, die uns wenigstens so in die Nähe irgendwie. Sorry. Also ist das jetzt der Weg hier? Oder der Weg? Wie schön das denn, oder? Völlig unklar. Naja, wenigstens werden wir heute nicht überrascht durch Nebel oder Sandsturm oder was auch immer hier sonst so. Einfach mal eine nächtliche Reise unternehmen. Okay. Schütt mal einen Ausdauertrank in mich rein, auch wenn er ranzig ist. Oh, das hilft ja gar nicht. Oder festigt deine Ausdauer? 20% schneller. Haben wir noch was Besseres hier? Ach, du meine Nase, sonst verkaufen wir den Quarkzeug immer. Nee, das ist der Weg hier. Los. Beweg dich. Du musst jetzt hier hoch. Oh nee, was hat er denn? Gibt doch keinen anderen Weg. Gottes Willen. Da sieht man ja wenigstens schon so ein bisschen die Quellwacht. Also eigentlich finde ich das mega gut. Ne? Es gibt ja so grobe Schnellreise durch dieses Myradensystem und mit den Schriftrollen. Das ist eigentlich schon perfekt gemacht. Da will man eigentlich gar nicht mehr rein so. Ne? Also es ist schon optimal. Aber dann gibt es so diese Stellen jetzt, die wie jetzt, ja, wo du dir denkst, Mensch, so ein bisschen wäre schon ganz nett. Nur für mich jetzt. Ja, genau. Und das geht ja eigentlich. Jetzt den Weg hier noch hoch. Und dann müssten wir ja schon da sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm für euch. Ich meine, hier waren wir ja schon überall. Dass man jetzt sich nicht mehr so hart umguckt. Wie schnell man dann doch wieder auf einem anderen Bereich ist, ne? Jetzt hau ich mit den anderen hier noch rein. Auch wieder sehr clever von mir. Trank getrunken. Sich direkt im Bett gelegt und die Wirkung erstmal. Ist ja eigentlich wie so ein Energy Drink, ne? Eigentlich hätte er ja nie pennen dürfen.
Und du, die lassen jetzt hier irgendwie die Geister weg. Ich hab jetzt keinen Bock mehr hier auf kraftvolle Mönche. oh, fuck. Ein dicker Bär. Ein dicker böser Bär. Jetzt kommen die neuen Handschuhe zum Tragen. Batz, dein Hintern. Sei still, Bär. Oh. Ja, Entschuldigung. Das wird krass. Ich finde es so geil, wie sich diese Pfützen maximal gar nicht entzünden. Wie er ankam hier, wie so ein Feuertorpedo. Ich finde, das ist irre schwer zu treffen. Das ist nicht so richtig optimal. So, wir müssen jetzt aber durch das Dorf und dann eine schöne Längskurve. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt... Nee. Ich bin der Meinung, wenn man hier reingeht und durchläuft, kommt man hier oben irgendwo raus. Aber es ist komisch, dass keine Markierung gesetzt wurde. Hier wächst überall Tiberium. Das ist hier eine Anwandlung an C und C. So, jetzt heißt es erstmal gleich wieder speichern und ein bisschen vorsichtiger sein, weil hier waren ja diese komischen Feuerelementarhunde oder was auch immer das sein sollte. Wölfe. Aber da müssen wir jetzt mal die Augen offen halten, nach dieser neuen Rüstung. Also das macht mich ja scharf, ja. Bögen verbessert, Einhand verbessert, das ist ja das, was wir jetzt gerade maximal geskillt haben. Noch ein paar leichte Rüstungspunkte drauf. Und ich glaube, so ein Harnisch, der hat ja meistens dann auch noch so... Alter, wer ist er denn? Guck dich das an. Also Verbesserungen auf diese Hauptattribute, also diese sowas wie Leben jetzt oder so. Lavendel. Alter, er ist einfach mal Stufe 60. Habe ich noch Zeit, was zu beschwören? Du kannst erstmal die Spinne haben. Du kannst die Spinne haben. Ja. Die Spinne erstmal. Und dann kriegst du noch ein bisschen neuen Kumpel, schicke ich dir noch dazu. Oh! Oh! Oh, meine Beine. Wo ist der? Oh! Nein, 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 nein. Wo sind meine... Hat er den ausgelöscht? Lass mich. Ich will wegrennen. Scheiße. Wo ist er? Er hängt fest am Tor. Nee, er will nach Hause. Er hängt doch nicht so fest am Tor. Alter, was tut er? Ist er? Ah, er ist hingefallen! Lappen! Aber komm nicht ran! Eieiei, lauf, Brudi! Ah, hier hat er keinen Bock drauf. Wie so ein... Oh, er ist nochmal in die Lofen. Ist so komisch, dass diese Pfützen... Das sind schon wegestreuen Pfeile, ja. Das ist schon richtig gutes Zeug. Ja, gib auf, mein. Er lebt aber noch. Komm. Finale Angriff. Tot. Ich wusste, dass es so endet. Ich wusste.
Ich, diese Angriffe aus der Bewegung, das ist jedes Mal der Tod. Das funktioniert nicht, ne? Kacke, Mann, er war fertig. Hätte ich vorher angehalten und dann gedrückt, dann wäre alles okay gewesen. Aber dieses. Das haut nicht hin, ne? Warte mal, ich stopp. Erstmal. Ich weiß gar nicht, was er mit meiner beschworenen Kreatur gemacht hat. Die war ja einfach weg. Er stand ja einfach nur in der Gegend rum. Und dann hieß es, nein. Du kommst jetzt aus dem Weg. Ich sehe nichts, wenn du mich schubst. Wie er ihn anguckt. Jetzt hat er weg ist. Du darfst dich nicht treffen lassen von ihm, ne? Ich habe kein Mana, Alter. Digga, was machst du? Nee, ey. Es sind genau wie die Riesen aus Skyrim. Alter, das war nicht schlecht eben. Ein Hit. Bist verloren. Mann, und wir hatten es schon. Ich hasse soweit. Wir waren fertig. Und aus Spaß wieder versaut. Jetzt können wir drauf einhauen, Leute. Alter, der hat Bogenschützenunterstützung. Oh, wie ich hier stehe und das machen kann. Scheiße, Mann. Ich muss erstmal Abstand nehmen, irgendwie. Es kommt ja echt noch ein Gespenst an die Ritten, ey. Das darf ja einfach nur mal schwerer werden jetzt mit. Ja, hitte mich doch einfach! Kleinen Moment, ich muss einen Heiltrank nehmen. Diese Wand ist auch unfair. Ich hoffe, jetzt kommt kein Pfeil geflogen. Wie ranzig einfach nicht im Ansatz mehr reicht, ne, um uns zu heilen. Warum seid ihr denn jetzt zu zweit? Ist das noch ein Mönch dahinter? Verarscht mich doch, Alter. Ja, ach so. Jetzt machen mich die Geister hier auch instant fertig, oder was? Ey, was ist denn das für eine Pisse, bitte? Ich hatte voll HP, Alter. Gut, jetzt wird's hier langsam ein bisschen... Das drückt jetzt hart die Stimmung. Ja, wenn jetzt hier einfach immer noch wer noch zusätzlich dazu kommt. Reicht ja nicht, dass er Stufe 60 ist. Eigentlich schon tot, war. Scheiß Lavendel hier, ne? Kann ich ja eigentlich ein Gift irgendwie 2 Sekunden lang. Mal gucken, ob das zieht bei ihm. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Nö, jetzt sagt er, sagt sie ist mir egal. Aber ich muss mal ein bisschen irgendwie. Das ist schon mal gut. Jetzt können die anderen kurz ein bisschen drauf rumhauen. Ich glaube, Gifte schädigen ihn nicht. Er sieht halt nicht so aus, als ob er sie sagt, ich mach mir da was draus. Verflucht, Alter.
Wie er sich beschwert. Ah, oh, da hab ich schon weggemacht, aber. Er ist abgekniet, ne? Verrecke. Genau. Wie sich die Hitbox dann einfach verändert. Ich bin in der Hocke. Ah! Der stählerne Wächter ist eine Spezialkreatur. Band 9. Alter. Okay. Auf jeden Fall erstmal ein Safe anlegen hier. Da steht hier einfach eine Spezialkreatur rum. Oh, wie ich Schreck bekommen gerade. Hier ging es auch schon irgendwo rein, halt nebenbei gesehen, ja? War hier irgendwo eine Tür? War ich die gesehen? Da! Ah, guck mal, hier wäre man dann rausgekommen. Bögen nützen wir nicht. Es sei denn, ich hab noch ein paar Silberpfeile. Ja, ganze 5 Stück, Mensch. Irgendwo muss ja der Rest hier von seiner Truppe noch sein. Überleg doch mal, wo sind die denn jetzt von hergekommen? Die hat er da nicht beschworen oder so? Da. Ah, ich muss schnell sehen. Au! Ich will jetzt hier nicht schon wieder sterben. Naja, ist klar. Du triffst alles. Noch ein Treffer durch Eis. Oh. Mal ein bisschen was Explosives einnehmen. Verrecke. Oh! An den Bogenschützen irgendwie ran. Ja. Ja. Ah, ja. Oh. Nee, Leute, ist nicht geil. So, wir müssen jetzt da runter. Warum standen die hier so rum? Geräumiger Rucksack. Ich glaube, mittlerweile haben wir den besten Rucksack. Also zumindest was den Stauraum angeht. Wo geht's da theoretisch hin? Auf den Bärchen auf. Oh, wow, das müssen wir vielleicht noch erkunden. Da ist ja die Neugier doll vorhanden. Erstmal safe. Ja. Das hier für eine Treppe, Alter. Hier hat der Rocky trainiert. Ist er? Ah, ist aber schon schwer, so ein dreckiger Besessener. Oder hier so ein Skark, oder wie auch immer die hier heißen. Sonnengeborener. Die bringt 300 EP. Die Äxte sehen schon cool aus, ja. Was für Schadenswerte ihnen jetzt mittlerweile angezeigt werden durch die Skillung. Ne? Zum Anfang schnappst du dir so eine Axt, da hast du dann 13 Schaden oder 10 oder so. Und jetzt hacken wir hier mit über 100 zu. Und da unten muss, da ist der Zugang. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwelche anderen Muggel sind. Nee, ich möchte ja nicht.
Boah, aber schon schön gehalten gerade. Fuck, der Ener bringt Magie mit. Spinne, los! Ja, ich treffe auch immer aus Mappen. Was macht die Spinne? Spinne, du musst arbeiten. Ich hänge hier irgendwie fest. Ja, der Magier wäre besser, wenn er tot wäre, ja, aber... Ne, geh runter. Das wird so heiß, Alter. Der bringt mir da um. Das sieht schon mal sehr einladend aus. Ja, kurz mal abgedreht. Er wisst schon wie Ani Bescheid, ne? Ja, der war ja auf 5, da haben wir vorbeigeflogen, ne? Ach komm, Digga, ey. Jetzt hat er die Fährte. Und Ende, Digga. Ja, Holz lasse ich erstmal. Ich habe hier noch Kohle produziert zu Hause. Gucken, was die Bogenschützen für Pfeile dabei hatte. Macht jetzt nämlich Sinn, hier zu sammeln. Zumindest bei denen, ne? Ich meine, diese Untoten, die haben ja immer nur diese Schrottpfeile. Da ist nochmal Erz. Guck mal da hinten. Oh, komm, lass Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja hier. Noch eine Pranke. Wiederbeleben. Erweckt einen sehr mächtigen Toten und lässt ihn für euch kämpfen. 120 Sekunden. Maximal Level 26. Das auf Rang 4. Okay. Also welche Kreatur, die wir treffen, ist dann noch so niedriges Level? Okay. So Leute, wir müssen jetzt hier aber Schluss machen. Denn ich habe Real-Life-Pflichten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Enderal wieder. Das, so wie es aussieht, wie immer lustig wird. Aber wir kommen der Sache dann wieder einen großen Schritt näher. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein.